Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir müssen wieder ins alte Haus und irgendwie gucken, dass wir da weiterkommen. Ich denke mal, das ist wirklich der einzige Weg. Problem ist, wir wissen ja, wir brauchen eigentlich einen Flammenwerfer. Wir haben ja, habe ich das jetzt dabei oder liegt das da noch? Ne, ich glaube, das liegt da noch, ne? Glaube. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier weiterkommen, aber ich weiß noch nicht so ganz wie. Müssen wir jetzt herausfinden. Okay, ich guck nochmal. Hier haben wir nichts. Wie kann man hier runterfallen? Okay, wunderbar. Okay, dann machen wir nochmal hier ins alte Haus. Problem ist, wir sind halt noch... ich habe gespeichert, wo wir uns hier verletzt haben bei den Viechern. So, das Problem ist, hier sind die Viecher. Die Viechers. Okay, warte mal. Das sieht eigentlich voll so aus, als man hier drüber kann, ne? Das stört mich, ne? Das stört mich richtig. Schieb das Ding jetzt hier weg. Das sieht halt wirklich so aus, als man hier so drüber kann, aber scheinbar nicht, okay. Aber die greifen halt direkt an, die Kackdinger, ne? Warte mal, sind die hier auf der Seite auch draußen? Ja, ne? Und da. Okay. Ich dachte gerade wirklich. Oh, was habe ich denn jetzt hier gefunden? Festbrennstoff, okay. Nee, ich gehe ja schon. Pisst euch, ihr ekligen. Ja, genau, bleibt genau da stehen. Genau. Okay, kann alleine nicht verwendet werden. Das wissen wir natürlich. Das macht natürlich... Ich kann es auch mit nichts kombinieren. Brauche ich vielleicht die Shotgun? Was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber brauche... Was ist denn das alte Haus nach dem... Okay, wir müssen jetzt hier nach dem Serum gucken. Ja, hier gibt es gar keine Möglichkeit. Ne? Hier werden wir ja direkt hier blöde gemacht. Aber weißt du was, ich mache jetzt einfach mal ganz kurz hier durch. Lass mich einfach mehrmals hitten, egal. Okay. Festbrennstoff, okay. Wir müssen aber immer noch den Flammenwerfer bauen. Was haben wir hier? Oh, fuck! Ne, ausreichend Kack. Ih, was ist das? Ah, ih! Dein ekliger Kackdinger. Was ist das? Ne, soll er Spinnen? Soll er Spinnen darstellen? Die spinnt da wohl hier. Okay, hier geht's raus. Da
Wir gucken erstmal hier in der Ecke. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Aha! Die brennen. Was? Ach so. Boah, ich dachte jetzt, die Viecher kommen hier rein, aber es war ja nur so ein einzelnes Ding. So, jetzt haben wir die Brenndüse. So, kann ich das? Nee, kann ich noch nicht. Okay. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass wir die Shotgun brauchen. Das Problem ist, die Shotgun habe ich in der Kiste. Es wäre halt sehr doof, wenn wir die jetzt bräuchten. Ich hoffe es natürlich nicht, aber scheint mir schon fast so. Okay, da könnte noch was sein. Wir werden erstmal jetzt gucken, dass wir jetzt hier einfach durchlaufen. Oh fuck, oder auch nicht. Ach, warte mal, die sind gar nicht hier so, ne? Ne, eigentlich voll gechillt, die Leute hier. Kann ich das hier reinstecken? Nein, kann ich nicht. Ich will immer meine Sachen irgendwo reinstecken, aber es funktioniert nie. Okay. Dietrich. Okay. Dietrich. Dietrich wäre ja... bitte, was? Waren die... waren die schon die ganze Zeit hier, die Kackdinger? Als ob. Wollen die mich verarschen? Okay, kann man hier hinten was mit dem Dietrich öffnen? Nee, ne? Stimmt nicht. Nee, okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Wir müssen natürlich wieder zurück. Warum sind die Viecher jetzt hier im Raum? Egal, durch jetzt. Au. Bleiben die jetzt noch hier im Raum? Ja, ne? Die bleiben vor der Tür da stehen. Alter. Verpisst euch, ihr ekligen Kackviecher. Weißt du, die einzelnen gehen eigentlich, die großen Viecher? Karte des alten Hauses, okay. Boah, hier in der Kiste ist doch bestimmt ein Flammenwerfer. Die Kiste ist so groß, da könnte man locker einen Flammenwerfer verstecken. Komm, gib mir den Flammenwerfer jetzt. Eine Spinne. Warte mal, haben wir das gemacht? Mit mir? Haben wir das mit mir hier gemacht? Ja, doch, ne? Brenngriff. Die zwei Sachen. Jetzt haben wir schon den Flammenwerfer zusammen. Haha. Ein Rucksack? Cool. Okay. Okay, okay, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und wir haben jetzt einen Flammenwerfer. Sehr schön. Ich hab wirklich zuerst gedacht, dass wir vielleicht doch nochmal die Shotgun jetzt brauchen. Aber nein, wir haben es jetzt. Und Spaltmittel brauchen wir jetzt nicht. Flintmunition können wir erstmal weglegen, weil ich denke mal, hier drüben brauchen wir jetzt nur den Flammenwerfer. Und wir werden jetzt uns mal wieder Medizin machen. Nein! Och nein, scheiße, ich hab's einfach so geused. Achso, wir haben ja eh nichts zum Kombinieren. So, wir speichern mal hier. Ja, das ist jetzt sehr gut, dass wir jetzt einen Flammenwerfer haben. Das heißt, wir
können jetzt überall durch. Ich hoffe mal, wir machen auch die Nester direkt kaputt. Nicht, dass sie sich irgendwann wieder regenerieren und einfach wieder da sind. Natürlich ein bisschen doof. Wie viele Objekte? Oh ja, das ist schon mal ein bisschen mehr. Das ist schon mal schön. Okay, dann gucken wir mal hier im Müll. Mach ich nämlich immer. Flüssige Chemikalie, guck mal. Da haben wir schon mal... Das kombinieren wir mal. Und ich würde sogar schon fast sagen... Halt, aber wir haben noch nicht so viel Schaden genommen. Das tut jetzt halt schon weh, wenn wir jetzt hier... Egal. Wir nehmen es einfach jetzt. Egal. So, meine Freunde der Sonne. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier damit auch... Aha! Das können wir auch mit bereinigen. Wunderbar. Boah, soll ich dafür jetzt mein Dietrich verwenden? Ach komm, wir machen es einfach. Boah, das werde ich jetzt so bereuen, hier wird doch nichts Cooles drin sein, oder? Naja, gut. Okay, das Nest können wir auch abfackeln. Oh, ist das gut, ey. Gut zu... Okay, das brennt aber... Heidewitzka, das brennt aber wirklich lange, ne? Und damit haben wir uns unseren Weg hier schon mal vorbereitet. Jetzt müssen nämlich jetzt, genau, jetzt kommen wir hier nämlich wieder zur Eingangshalle. Aha! Der Plan für den Flammenwerfer haben wir hier. Wunderbar. Okay, da haben wir uns das hier schon mal... vorbereitet. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt... Flüssige Chemikalie. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt den Weg hier schon mal gehen? Wo führt denn der Weg hin? In den Keller. Stand ja an der Wand, geh nicht nach oben, ne? Stand ja nicht nichts davon, dass ich nicht in den Keller gehen darf. Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Hilfe! Verdammt. Okay, damit hab ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, ne? Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, dass wir sie noch in Normalzustand, sage ich jetzt mal, noch wiedersehen. Müssen wir echt gucken, dass wir hier Platz schaffen, weil wir brauchen die Statue. Und ich weiß ganz genau, wo wir die Statue hinlegen müssen. Oder hinstellen müssen, besser gesagt. Okay, dass wir die Mia in den Zustand nochmal wieder treffen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die ist halt schon komplett Kirre im Kopf. Freut mich aber. Also weiß ich jetzt schon mal im Nachhinein, wir haben die Möglichkeit, sie wirklich noch zu heilen. Aber wie schon gesagt, wir reden hier die ganze Zeit nur über ein Heilmittel. Ne? Und wieso laufe ich eigentlich jetzt Kreise?
Wir reden die ganze Zeit über ein Heilmittel. Nicht mehr und nicht weniger. Hä, hey, aber. Hä, hey, die hat jetzt voll gechillt, einfach nur gesagt, bleib draußen, verdammt. Mehr hat die eigentlich gar nicht gesagt. Oh nee, aua. Nee, ach man! Verdrück mich gerade die ganze Zeit. Egal. Das ist die Frage, also da will ich noch nicht lang, ne? Die hat zu mir gesagt, ich soll draußen bleiben. Dann bleibe ich draußen. Ganz einfacher Punkt. Weil ich wollte jetzt auch nochmal hier längs. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon da hingehen sollen, wo wir die Statue hinlegen müssen. Soll ich da jetzt schon hingehen? Oder ich würde sagen, wir erkunden erstmal weiter. Ist das ein Nest, was wir zerstören können? Scheint nicht so zu sein, ne? Okay, hier so. Ich werde jetzt einfach mal. Oh, wir machen jetzt einfach hier durch, scheiß drauf. Gibt's hier noch was Interessantes in der Nähe von den Viechern? Wir haben einen Fernseher. Oh, Alter! Ich wusste gar nicht, dass sie hier rumläuft. Kraut, okay. Ach, Mädels. Problem ist, ich verballer. Ach man! Ich verballer hier gerade meine Muni. Scheiße, ich will doch nur da ran. Wo sind denn noch Viecher? Mann! So, jetzt ran hier. Einfach alles mitnehmen und erstmal hier raus. Das ist scheiße. Jetzt hab ich halt mein. Die Alte kann sowas jetzt auch, oder was? Okay, du mieses Stück Scheiße. Ich hab genug von dir. Das ist schön, denn ich hab genug von dir. Hey, das sind Nester, die wir nicht zerstören können. Das sind groß. Ich habe mir überlegt, dass wir schon mal die Tür befreien. Dass wir jetzt einfach schon die Tür befreien. Alter! Oh, ihr wollt mich doch verarschen jetzt mal ohne Spaß. Wieso kommt ihr jetzt mit in den Raum? Mann! So, jetzt warten wir mal ganz kurz hier. Ich bin mir nicht so sicher, ob die uns hier nicht sieht. Egal, wir laufen jetzt los. Und wir haben die Statue, wir wissen ja ganz genau, was wir machen müssen. Boah, ich dachte jetzt schon, ich hätte die Statue vergessen, ey. Moment. Das scheint schon richtig zu sein, aber.
Das ist falsch rum. Hä? Aha, das reicht, okay. Ich habe da jetzt zwar keine Spinne draus gesehen, aber wenn das reicht, dann kann ich damit doch leben. So, jetzt haben wir uns den Weg schon geöffnet. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Ah, welche Tür hat sie vorhin zugemacht? Das war doch die Mist, einfach Mist, nur. Mist. Scheiße! Okay, und so sind wir jetzt auf der anderen Seite. Sehr schön. Na gut, immerhin haben wir hier auf der Seite sehr viel Hillstuff, ne? Muss man ja sagen. Wir haben hier ein bisschen. Das sieht so aus, als könnte man hier eine Brücke öffnen. Könnte man hier irgendwas machen? Da fehlt uns die Kurbel, okay. Das finde ich schon mal gut zu wissen. Hier kam Mia, glaube ich, raus. Hier brauchen wir einen Rabe. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen. Nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was du planst du, mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Der Brief ging an Zoe. Das kam, denke ich mal, von der Mutti, ne? Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Okay, das ist natürlich, wenn man das zum Kind sagt. Aber ich denke mal, logischerweise, hier waren die ja schon von Virus befallen. Trotzdem heftig. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Warum sind stehlig, selig, okay. Ich habe versucht, daraus ein Wort zu machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte noch wichtig sein. Da, bei uns ist das S auch groß, ne? Versuchst du, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben, armseliges. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie dir als Steak. Bin gerade am Überlegen, aber man kriegt daraus kein Wort, ne? Naja, gut. Wir brauchen hier einen Rabe. Einen Rabe haben wir noch gar nicht gefunden. Das heißt, wir kommen hier gar nicht erst weiter, ne? Also hier ist der Altar, okay. Zum Altar kommen wir nur, wenn wir den Raben haben. Also ich kann es ja mal mit dem Scope. Ja, ich kann es versuchen, aber ihr wisst ja, das wird nicht funktionieren. Ja, war klar. Okay. So, wo war das, was Mia hat hier irgendwo was gesehen, was ich natürlich brauche. So eine Puppe, wunderbar. Da. Und wir wissen ganz genau, für was die Kurbel jetzt ist.
Okay, hier ist zu. Hier kommen wir jetzt auch gar nicht mal weiter. Ich frage mich jetzt, ob wir die Kurbel für beides benutzen können. Einmal für draußen. Für draußen haben wir ja nur das eine Haus, wo wir hin müssen. Und jetzt für hier drin. Oh. Sehr schön. Immer in alle Ecken gucken, meine Freunde. Das ist heute gerade in dem Spiel sehr wichtig. Bitte was? Oh, ich dachte, jetzt kommen hier so übelst viele Viecher. Komm her, Mann. Ich dachte ja eigentlich irgendwo, haben wir in dem Video eine antike Münze gefunden oder bin ich doof? Das würde ja keinen Sinn machen, wenn man im Video was. Guck nochmal kurz hier. Hier kommen wir nicht hin. Hier ist keine Münze nirgendwo. Keine Münze. Wäre doch der perfekte Ort, um hier eine Münze zu verstecken. Okay. Genau, mir scheint es so, als wäre. Aber egal. Okay, ich finde sie jetzt zumindest nicht. Gut, dann raus hier. Mir war es irgendwie so, aber okay. Jetzt bin ich gespannt. Aber die Kurbel halt, wie schon gesagt, für mehrere Sachen. Ja, ich die jetzt einsetze und dann kann ich sie nie wieder benutzen. Oh, gut. Oh, ich dachte jetzt gerade ohne Mist, dass die Kurbel bleibt. Aber das wäre so scheiße gewesen, wenn man sich sozusagen entscheiden müsste. Hätte ich natürlich das Haus genommen, logischerweise. Jetzt muss ich aber kurz mal überlegen, wie wir am besten, am schnellsten da hinkommen wieder. Ups. Okay. Es ist natürlich doof, wenn man jetzt so im Zeitdruck ist. Und die Alte hier ihre Runden läuft. Weil hier müssen wir schnell vorbei. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich laufe jetzt einfach hier durch, ne? Ist mir scheißegal. La 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 la. Oh, verfluchtes Arschloch. Die mag mich. Ich glaube, wir könnten Freunde werden. Die weiß es nur noch nicht. Okay. Ja, 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 ja. Hä? Och, ist das nicht so ein Ding, was wir dort tun oder abfackeln hier, oder? Die gute Stube. Geht's mir echt auf den Sack? Komm her. Ach, leck mich doch. Ah, die lässt mich hier auch machen, ne? Das finde ich auch ein bisschen seltsam.
Krähenschlüssel. Das ist ja natürlich richtig geil. Hä, wie soll... Also... Die Münze hier, jetzt haben wir das Problem. Ich kann eigentlich Arzneimittel nochmal benutzen. Scheint mir aber schon fast so zu sein, als man in das Zimmer gar nicht rein müsste, dass es einfach so ein Secret ist. Bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Und ja, was uns erwartet, sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.